Hallo und herzlich willkommen. Heute mit einem Do-it-yourself-Video und zwar, wie ihr ganz einfach verhindert, dass euer Paracord sich verheddert, verstauchelt, nicht richtig rauskommt und sauber irgendwo aufgebaut werden kann. Ich habe hier schon mal eine Aufbewahrungsbox gebaut für das orange Paracord hier und genau so eine zeige ich euch jetzt, wie ihr die selber einfach nachbauen könnt. Und zwar braucht ihr dafür einen Bohrer, in meinem Fall einen 6 mm Holzbohrer. Dann habe ich eine Supplement-Box, die ich gewaschen habe, dass sie nicht mehr dreckig ist. Und hier innen drin ist normalerweise so ein Pappdeckel, den habe ich auch rausgemacht. Braucht man ja nicht mehr, wir wollen hier nichts luftdicht abschließen, sondern nur eine Lagerbox für unser Paracord. Natürlich braucht ihr zum Schluss Paracord, einen Akkuschrauber und was immer noch hilft, kleines Bastelmesser, um nachher den Grat wegzumachen. Alternativ funktioniert wahrscheinlich auch ein kleines Feuerzeug. Also, im Schritt 1 nehmt ihr den Deckel, sucht euch den, beziehungsweise spannt den Bohrer in den Akkuschrauber. Nehmt den Deckel, sucht euch eine Stelle, möglichst ein bisschen am Rand außen, weil ihr wollt ja nicht immer in der Mitte des Paracord rausziehen. Setzt den Bohrer an, bohrt euch ein Loch. Dann nehmt ihr das Bastelmesser, entgratet das Loch von beiden Seiten vorsichtig. Und wer auch nur mal sicher gehen will, nimmt ein Feuerzeug und hält ganz kurz die Flamme ins Loch. Aber wirklich nur ganz kurz, weil sonst wird das Loch unkontrolliert größer oder ihr brennt die Bude daheim ab. Das war's auch schon. Jetzt Messer wieder zu. Den Deckel auf die Box schrauben. Ihr habt ein Loch. Und nun nehmt ihr euer Paracord aus der Verpackung. Das Gute und führt es einfach nach und nach durch das Loch rein. Das ist das komplette Paracord. In der Box ist, das kann jetzt ein Weilchen dauern, das war hier eine fast volle Packung mit 100 Fuß, sprich knappe 30 Meter, 33 Meter, 30 Meter, ein bisschen was über 30 Meter. Und der Vorteil, wenn ihr es in die Box packt, ohne dass ihr es vorher irgendwie aufgerollt habt oder so, dann ist es relativ unverspannt, wenn es rauskommt und auch nicht irgendwie verheddert, sondern es läuft immer schön gerade aus der Box. Meins verheddert sich gerade unterm Schreibtisch, das könnt ihr nicht sehen.
Ende ist in Sicht. Nur noch um Stunden dran. Es geht auf jeden Fall alles rein. Ich werde das Video jetzt einfach hier beenden, weil es dauert noch länger. Und ihr habt ja die fertige Box vorher schon gesehen, im orangen Paracord. Man kann hier einfach wunderbar das Paracord ablängen, wie man es braucht, schneidet es ab und irgendwann, ja, irgendwann ist es halt leer. Und während ich jetzt hier noch das tigerfarbene Weite hier reinfummel, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die Idee gehalten habt. Soll ich mehr so Videos machen? Gefällt es euch? Lasst mir einen Daumen oben da. Habt ihr vielleicht Vorschläge, ob ich irgendwas über anderes, über Paracord oder ähnliches machen kann? Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Servus!